Grüß euch bei der Leibenrallye 2013. Bei unserem obligatorischen Gang durchs Fahrerlager haben wir natürlich nicht nur mit den Leuten geplaudert, sondern wir haben auch eine Premiere. Wie ihr seht, montieren wir die GoPro beim Team Tomaschek Hindermann in ihrem wunderschönen Alfa Giulietta. Das heißt, wir haben diesmal auch Onboard-Aufnahmen. Wunderschönen Autos, die da herumstehen, angeschaut. Der zum Beispiel war lange Zeit der Bildschirmhintergrund auf einem Computer. Ja, da läuft alles noch entspannt, es ist vor der ersten Sonderprüfung. Und jetzt ist Pedal to the Metal Time. Wir haben uns hier eingefunden auf der SP2 auf einem wunderschönen Abzweig im Asphalt. Wie Sie vielleicht erhoben kennt, stehen die roten Kanister nicht lange. Tomaschek ist jetzt öfters auftaucht, er ist eben unser Kameraauto diesmal und da müssen wir noch so öfters zeigen. Wir sind davon vorher wieder schön, gell? So ist es. Sehr effizient, sehr flott. Er ist nicht ganz so flott, aber dafür viel interessanter zum Zuschauen, weil er sehr quer fährt. Thema quer. Ja, das hat Zeit gekostet, war aber schön für die Zuschauer. Ja, Riesenegger mit so einem Opel Ascona. Ja, der Manta war leider auch nicht lange dabei. Die Stelle war überhaupt sehr schön, weil da zwei Straßen nicht nur im spitzen Winkel zusammengekommen sind, sondern auch einen Niveauunterschied gehabt haben. Und das hat natürlich den Effekt, dass die Autos und die Fahrer ein bisschen einen Kontrollverlust haben an der Stelle. Und was natürlich zu schönen Drifts führt, aber auch dazu führt, dass manche Autos die Vorder- oder Hinterräder leicht anheben. Bei manchen sieht man das richtig schön, dass da eines der Räder in der Luft ist. Ja, er war auch immer sehr schnell und sehr kontrolliert. Mir auch sehr gut gefallen. Ganz leichter Quersteher, aber löst nichts aus, ist einfach nur schön. Der Land Feist in ihrem orangenen BMW. Auch schön quer, so wie sie sich gehört mit seinem heckbetriebenen BMW. Was Nemeth war motiviert an dem Wochenende. Jetzt kommen wir dann schon in die Zeit-Epoche, wo meine Jugendzeit ist. Bock! Und der erste Kanister. Habt ihr das gesehen? Da, Bock! Er hat ihn erwischt. Das war der erste und nicht der letzte, der einen Kanister erwischt hat. Man möchte nur hinzufügen, das ist ein Vorausauto. Der hat das Vorausauto so ins Feld gestellt, dass er die Teile abwirft. Also bitte, ja. Sonnleitner-Fans konnten sich wirklich freuen. Zu dem Zeitpunkt führte er bereits. Und das nicht unverdient, wie man sieht. So schön. Ich habe das Hinterrad gesehen, wie es so hebt. Diese Karte lässt sich von dem ganzen Lärm nicht stören. Uns redet man ein, dass irgendwelche Vögel sich dann vielleicht stören lassen und deswegen müssen wir alles absagen. Ne? Und der nächste Haxel wieder. Auch sehr schön, sehr schnell.
Da stimmt auch der Motorsound bei dem BMW. Einfach effizient. Ja, ja. Einfach effizient genommen die Ecke. Da gibt es nichts zum Aussetzen. Ja, da. Schon weniger effizient, ja. Aber man sieht, wie unruhig das Auto sich fährt. Ja, da sieht man links hinten einen Raffen schon. Ja, das. Einmal kurz zu schnell und das kostet Minute um Minute. Alles, wo sogar die OPCs für spektakuläre Szenen zuständig waren, wie man sieht. Ich habe dem Streckenposten übrigens den Tipp gegeben, er soll die Kanister annageln an der Straße. Zum Thema Haxerl heben, ne? Kein ja, Wunder, genau, die Hunde da. Ja, die haben auch ihren Spaß gehabt, die Hunde. Ja. Ja, das war sehr motiviert jetzt, der Anbremser. Ja, vor allem bei Rundstreckenrennen so knapp hintereinander, das passiert, aber bei. Hier auf der Strecke. Ja, ja, ich weiß schon, was jetzt kommt. Jawoll! Und dann noch billiger damit. Noch billiger damit. Ja, 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 ja. Ja, die Kanister. Wir haben uns viel Spaß gemacht das Wochenende. Und er geht schon wieder und stellt die Kanister wieder auf. Aber zumindest ist mal einer von denen, die beide Räder in der Luft gehabt haben. Genau. Das ist der, ist auch nicht der einzige. Jetzt kommt der nächste. Bock. Und schon wieder ein Kanister umgedreht. Wieder beide Räder auf der Seite in der Höhe. Genau. Und diesmal braucht man nicht mehr aufstehende Kanister. Das war's dann. Hat sich erledigt, ja. Das Auto ist nicht ausgefallen, aber der Kanister. Gibt's für ein Kanister auch? Gibt man Finish? Möglich, ne? Ja, sehr schön. Kanister schön umfahren. Genau, ja, genau. Nein, die Streifen müssen umfahren. Das ist möglich. Oh, sehr viel. Besser als man vorher kommt, das leider. Soll ja vorkommen. Und da sieht man wieder, dass gut ist, wenn man schaut, wo man sich hinstellt. Wir haben nämlich mit denen diskutiert da oben und die wollten einfach nicht weggehen. Und gesagt, was soll uns da passieren, wir stehen eh hinter der Hecke. Ja, irgendwann haben wir es aufgegeben. Übrigens, die waren schuld. Weil die haben gestanden, stellten sich mit der Fahne vorne hin und hurra, er kommt und der winkt hinaus und dann kommt er durch. Ja, kann passieren. Jetzt sind wir schon mal auf der SG4. Also wie wir die SG2 verlassen haben, ja, wie wir schon erwähnt haben, vielleicht der Sonnleitner war da schon in Führung und der Wietz und zweiter Stelle an der Kogelmichl an dritter Stelle. Aber das ändert sich jetzt dann noch. Ja, der Raphael Haberle und die Freidl-Tanja haben auch sehr viel Spaß gemacht zum Zuschauen. Er ist so schön quer gefahren immer. Schön diese klassischen Rallye-Autos eigentlich waren zum Fahren und herrlich, herrlich. Ja. Das ist ja, ja. Traumhaft.
Deswegen gehen wir auch zu den historischen. Da sieht man jetzt den OF-Mann, der sich genau beim Kanister aufstellt. Wir kennen das mit den Kanister ja schon von der SP2. Ja. Genau dort, wo die Autos alle kamen. Und der schnellste, jetzt hat er ein bisschen schneller reagiert, als wahrscheinlich müssen hätte. Ja. Es hat ein bisschen Angst gegeben, der Herr vom OF. Ja. Aber sie haben dann Position gewechselt. Ja. Aber wenn du einer dauernd die besten Positionen klaust, Manfred, ist ja klar. Ja. Michi Kogler, jetzt sehen wir gleich, warum er nicht gewonnen hat, die Rallye. Und weg ist er. Und abgewürgt. Und im Notausgang sind vorhin auch Fotografen drin gestanden, die haben sich dann dort auch nicht mehr hingestellt. Nachher war der ORF. Passt, ne? Aber der Regisseur hat sich eh immer in den Hügel versteckt. Ein richtiger Regisseur hat auch selber die Videokamera in der Hand und filmt mit, oder? Ja. Rufan ist auch immer eine heiße Nummer. Auch immer Garant für gute Szenen. Rainer Mittauer, ich natürlich als Fan japanischer Autos, finde die Seele von ihm natürlich super. Er freut sich auch immer drüber, wenn er ihm das sagt. War aber auch sehr schön. Ja, ja. Sehr kontrolliert. Mal ganz kurz den ORF wieder gesehen. Ja, genau dort, wo man hinausfällt. Da genau. Na, du musst beim Verbremsen rausfahren. Ja, genau. Na, dort steht die Kamera. Ja, mit Riesenstativ, weil das ist ja so flexibel. Gar nicht wegspringen. Genau, kann, ja, genau. Da ist uns dann die zweite Kamera rausgefallen. Deswegen haben wir dann nur mehr sporadische Aufnahmen nach der Kurve. Aber das ist ein Luxusproblem, was wir da haben. Das nächste Mal Akku tauschen, gell? Ja, bevor ich zur Sonderprüfung gehe, ich weiß. Ja. Beim Auto liegend nutzt man den Akku nicht viel. Ich schäme mich. Aber ich habe trotzdem mehr Aufnahmen zusammengebracht als der ORF-Regisseur, oder? Denke ich schon, ja. Jetzt reicht es mal mit den Spitzen, oder? Ja, aber die waren da wirklich etwas zum Erheiterung der Presse. Ja, ja. Ja. Wir haben das witzig gefunden. Noch schön gelöst. Schön gelöst, ja. Das ist nicht der Verbremser des Tages, den sehen wir später. Das ist kein Wild, das er da vorne. Nein, den hat er nicht aufgesammelt, den hat er absichtlich da vorne, ein Scratch. Da bin ich dann im Supermarkt gegangen und hat das Stofftier gesehen und sieht so aus wie ein zampfiges Viech. Schreiben wir nicht immer alles. Oh, also steht nicht drin, nach der Tafel ignorieren steht nicht drin. Aber wir haben einen Kurs, Mama, die heißt links 5 lang, Sofa lang. Steht mitten im Wald ein altes Sofa. Okay. Haben wir geschrieben. Ja, fast, ja. Bei mir ist gemein, wenn der Rahmen weg und Nachmittag geht es mir aus. Da weiß ich nicht mehr, wo ich hinfahre. Das war mein Lieblingsspruch an den Tagen. Links, Sofa, links. Und wir sind angekommen bei der SP6, ein Rundkurs. Für mich als Zuschauer eine der geilsten Sachen, wenn ich das im Streckenaufschrieb irgendwo lese, bin ich normalerweise dort anzutreffen, weil ich es einfach super finde, dass jedes Auto ein paar Mal vorbeikommt. Wie mir der Norbert Tomaschek versichert hat, ist es ab 3 Runden ein bisschen ein Stress. Wenn man dann beginnt, auf andere Autos aufzulaufen, das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Ist auch schön, schön, ja. Geil, schön. Wie alt das Auto ist, ja? Ja, ja. Mir ist egal, wie schnell jemand fährt, wenn er so schön quer fährt. Aber da schauen wir sich gleich von der anderen Perspektive an. Genau, wir haben
haben wir eine Onboard-Kamera auch. Da merkst du jetzt, wie er schräg wird. Oh! Ja. Schräg, ja. Schön. Ja, wirklich schön. Am Schotter haben sie alle irgendwo ihre Probleme gehabt. Der Zeit war dann so ausgefahren, die Strecke, die ganze Piste. Die schon mehr geschert haben und aufgesessen sind als sonst was. Aber trotzdem liegt noch nicht, dass ja der Beginn von der 6. Sonderprüfung. Gegen Ende von der zweiten Schleifen. Und auch der Sonderprüfung war es dann schon heftig. Da sind wir da oben gestanden in der Wiesn da drin, links. Auch etwas Automorden dann. Hopp! Ah, schön. Hier sind die meisten gesprungen. Ja. Das haben wir witzigerweise sogar von da unten aus gesehen, von der Wiesn. Eine schöne Passage. Schon wieder ein Kanister, hat er bleibt stehen. Aber tut nicht Kegelscheiben mit den Kanister, gut. Franz Bannhäuser mit einem wunderschönen i86er Corolla Coupé. Wie ich so 16 Jahre ungefähr war das mein Traumauto. Da hätte ich so gern so einen gehabt. Hat sich leider nie ergeben. Schade. Zweiten Schleife. Ja, zweite Runde. Ich finde die Farbe passt ja auch so gut. Das ist hellblau, steht dem Auto so gut. Noch besser steht es mir, dass er verfolgt wird und man merkt, dass der weitaus motivierter unterwegs ist. Aber eine Frage, wann auf ihn aufläuft. Ja, da steckt aber ein ganz anderer Motor drin in dem Auto. Ja. Kurt Göttlicher wieder einmal. Ein bisschen Probleme. Er ist einer der besten bei den historischen. Aber da hat er Problem gehabt. Aber er ist nicht ausgefallen. Nein, er ist nicht ausgefallen. Nächsten Verfolger. Ein kleiner Streifer. Ja, die Seiten waren da wahrscheinlich schon etwas schmutzig, muss man ein bisschen rein. Genau, ja. Startnummer putzen, das muss gleich gehen. Super war an der Stelle ist, wie weit man die Autos sieht. Das sieht man dich einmal. Ja. Aber was man noch mehr sieht, die Hunteras. Oh yeah. Ja, nur quer bist der. Was natürlich schön war an der Position, wo ich da oben gestanden bin, ist, dass die Autos sehr flott an mir vorbeigefahren sind. Das ist natürlich nicht beeindruckend war. Aufgesessen, aber was der Asphaltrallye und da musst du schon was probieren. Ah ja, wir wissen, was jetzt kommt, oder? Ja, quer. Aber nicht nur einmal, das machen wir gleich noch einmal. So ist es. Schön, mal Fanservice. Ja, und man sieht die Freude am Fahren, die er hat. Nichts nachstehen. Natürlich. Ja. Der Verfolger schon wieder, ja? Man sieht, am Rundkurs ist immer Action. Also es sind relativ kurze Abstände zwischen den Autos. Überhaupt wenn dann gewisse Autos die erste Runde fahren, gewisse schon die zweite. Ist natürlich auch ein Problem, weil dann gewisse Leute meinen, sie müssen nach dem ersten Auto rüberrennen, da kommt aber dann schon das zweite relativ knapp und so. Und wir sind beim Verbrenner des Tages. Oh! Yeah! Das war so geil. Ich glaube, das schauen wir uns noch mal in Zeitlupe an, oder? Ja. Da ist noch mal ein Berg aufgefahren.
Da sieht man, der Willi Rabel hat das schön unter Kontrolle. Wie er sieht, er ist dann schon in die richtige Richtung. Für die Kurve nämlich jetzt. Steigt einfach aufs Gas. Das passt schon. Brauchen wir nicht so viel lenken. Genau, so ist es. Das geht mir recht. Genau. Nutzt mir das Lenkgetriebe auch. Schwänzelte wie ein kleiner Hund und der dann schon. Oh! Ein größeres, allerwertesten Wackeln, ja? Ja, das passt schon. So wollen wir es ja sehen. Ja. Und die Hunde. Da haben wir beide Schleifzeichen. Oh! Fast draußen. Und da gehen wir natürlich da. Nein, oh, nicht die Hunde. Ja? Das ist natürlich riesig effizient und schön. Traumhaft. Auch sehr schön. Sieht man, dass es ja nicht nur effizient sein muss, hier zu fahren, sondern man kann actionreich und effizient fahren. Gute Linienwahl ist in so einem Stück absolut entscheidend. Ja, das wäre jetzt bei der Drift Challenge, wären das ist die Killer Points gewesen. Nahe an der Begrenzung, schnell und sehr quer, sehr hoher Driftwinkel. Das hätte schon Punkte gegeben bei den bei die Wertungsrichtern. Der Sound ist also schief an dem Motor. Die Elektroautos war, glaube ich, alle Zuschauer nur zu scheren. Ja. Ja, deutsche Auto hätten wahrscheinlich dann eine Lautsprecheranlage dafür zu nehmen. Kennen wir. Klingt übrigens nicht wie ein V8, liegen groß an BMW und Mercedes. Apropos kein Motorgeräusch, der ist nicht allzu laut, der Nissan vom Harald Ruiner, aber das ist mir verdächtig leise vorgekommen, wie der mir vorbeigefahren ist. Das war es auch schon. Aber man muss es mal beachten, der fährt unter der Sperrlinie, unter dem Absperrband durch. Also es gibt kaum Radioautos, die da so locker durchkommen. Ja. Na, was ist passiert? Ein paar Sachen auf einmal. Technisch. Motorprobleme, Motor raucht das wie jetzt, haben wir gesagt, die eine fahren wir noch. Und dann haben wir beim Start noch ein kleines Problem gehabt mit dem Motor. Alles zusammengekommen. Manchmal ist es besser, man bleibt stehen, auch wenn das Auto noch fährt, aber bei einem Flüssigkeitsverlust sollte man stehen bleiben. Man kann Folgeschaden riskieren. Das kommt ein. Das Auto war im Nebel nicht zu übersehen. Der weiße Civic Type R mit den orangenen Stoßstangen. Hat übrigens irgendwie ganz gut passt zu der Stimmung, dass da ein bisschen riesig wurde, wenn es im Nebel war. Oh! Ja, fast aufgefahren, gell? Ja, er sieht den Vordermann und denkt sich, den hole ich mir. Sie werden leider auch schon selten so geswift. Alle. Gibt es einen Grund, warum wir die Selige reingenommen haben? Spock! Und dann noch den Spiegel! Kein Fassungswort, Trommelwirbel, oder?
Da ringt jemand um Traktion. In dem Zeitpunkt war der Boden schon etwas tief. Börsianer. Das war dann die ausgleichende Ruhe, der Ruhepol und dem Fahrrad ganz glücklich. Was mir aber gut gefällt, sind die Heckleuchten von ihm. Das abgedunkelte Klarlack lackiert mit einem Opel-Zeichen ausgenommen. Hat mir ganz gut gefallen. Gute Idee. Fair Platz gemacht, aber man muss es ja auch nicht so lösen, dass man selber damit Zeit verliert, oder? Gerade da hätten sie ein bisschen mehr Platz gehabt, ja? Genau, ja. Ja, das war dann schon die SB8. Kaum mehr was zu sehen. Und da sind wir eigentlich schon am Ende der... Das bricht. Natürlich in der Nacht. Es ist wunderschön. Es ist episch. Es ist einfach... Ich liebe einfach Rallye zwischen in der Nacht. Bei den Vorausautos war es noch so in der Dämmerung. Wie dann die Bewerbsautos durchgefahren sind, war es dann schon richtig finster. Teilweise haben wir glühende Bremsscheiben gesehen, den Klassiker und so, also es war einfach schön. Man sieht auch den Gegenhang drauf, also wir haben, weiß nicht, glaube ich, locker 2 Minuten Fahrzeit, war nicht mehr gesehen. Ja, übrigens, das ist ein Vorausauto, gell, das es da so schön brav gibt. Und beim nächsten Video, das ihr dann seht, da werden wir nicht viel da reinreden, da seht ihr viele kleine weiße Punkte. Da sieht man die Anzahl, glaube ich, maximal 5 Punkte gleichzeitig. So viele Autos konnten wir da sehen, aber nur mal die Punkte. Das war nicht nur auf der Kamera so schlecht zum Sehen, wir trotzdem. Diese Strecke hier war wirklich ein Automörder. Ja. Sieht man am nächsten Video. Ich glaube, das nächste Video. Ja, das sieht schon, ja. Peacemakers. Heroisch kämpft er sich hinauf und. Zu dem Opel Ascona. Kabelbrand. Aus. Kabelbrand. Sicherheit war sofort da. Wir durften wieder mal Strecke absichern. Ja. Der Tomaschek hat natürlich den Vorteil gehabt, der wurde jetzt dadurch diese Geschichte Dritter. Da gehen wir gleich auf die Endergebnisse der ganzen ARC dieser Saison. Und jetzt bleibt uns natürlich nur mehr die Hot Canister Challenge zu vergeben. Ja, 5. Platz Huterer, 4. Platz Neulinger, 3. Platz Wolfram Doberer, 2. Platz Bospischil. Beide Rede in der Höhe. Ja, aber das ist noch nicht der, das ist er, der Manfred Meindl. 2 Räder in der Luft und Billard. Zweites Mal noch getroffen. Hot Canister Challenge, der Leim Rally 2013 Sieger, Manfred Meindl. Führt euch! Führt euch!